Hallöchen Leute, willkommen bei Panino Gaming und zurück zu Rodeo Stampede. Und bevor es ja gleich mit der Zoo-Eröffnung weitergeht, können wir noch mindestens 1, 2, 3 Runden drehen. Wir haben noch 2,5 Minuten Zeit, glaube ich. Dann öffnet der Zoo und wir kriegen wieder ein bisschen Geld rein, endlich. Wir haben mehrere neue Tiere, ich glaube, aber leider nicht so viele. Ihr habt sie gesehen, ich verzweifle immer am Tiere zähmen. Aber wir haben, glaube ich, 3 neue Tiere, also das sollte dann schon was drin sein an Geld. Hoffe ich doch. Ah, bam. Und damit können wir dann, ja, weiß ich auch nicht so genau, was wir dann damit eigentlich machen. Oh, shoo. Okay, oh, shoo. Tiere übernehmen sich anders, wenn sie wütend sind. Ja, das merke ich schon. Danke. Das merke ich. Ja, oh, eine Doppelkiste. Okay, nur eine bekommen. Na gut. So, jedenfalls können wir dann früher oder später mit unserem kleinen Zoo auch noch weiterreisen. In neue Gebiete. Und wiederum neue Tiere zu fangen. Also, alles sehr, sehr praktisch hier, sage ich. Oh Gott. Ah, okay, ihr habt gesehen, eine Minute. Eine Minute, Freunde, dann geht's los. Öffnet der Zoo. Ich bin gespannt sein, was es Schönes gibt. An Geld. Oh, oh. Wow. Okay. Funktioniert. Der hätte mich einfach mal knallhart abgeworfen, oder was? Okay, wir müssen wechseln. Wir müssen das Gefährt wechseln. Wow. Alles ein bisschen eng hier. Elefantant. Bam. Und Feuer, mein schöner Dickblüter, komm. Oh, komm, den nehmen wir mal hier. Der war lustig. Der sprintet gut. Ah. Der hat mich geschnitten. Okay, Freunde, ich glaube, wir können den Zoo öffnen. Oder? Ja, wir können den Zoo eröffnen, Leute. Okay. Mehr können wir auch leider nicht machen. Erstmal, um noch mehr Geld einzutreiben. Nee. Wir können eröffnen. Wow, wow, 22 kostet jetzt schon der Eintritt. Ah, 7 Familien, 154. Okay. Okay. 154 Dollar gibt's für einen Zoobesuch. Alles klar. So. Dann bezahlt mal alle. Schaut euch mal ruhig um. Alles cool. Erfülle noch 3 Aufträge. Tja, Leute. Ich habe keine Ahnung, was für Aufträge das sind. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. 3 Aufträge. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mach einfach mal weiter. Mal gucken. Wir zählen einfach mal weitere Tiere. Was im Kartenbildschirm mein Schiff verbessern? Ah, ja. Ja, klar. Da war ich ja gerade, ne? Oh, 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 oh. Das war nix. Das war nix. Ja, da war ich gerade. Ich kann das Zebra-Habitat verbessern. Ja, könnte ich machen. Könnte ich machen. Ich hätte aber lieber ein neues Tierchen. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was ich mit dem Gold ansonsten machen soll, wenn ich ein Habitat verbessern. Und dummerweise weiß ich auch nicht mehr, wie es letztes Mal geklappt hat, dass wir mit dem Schiff umziehen konnten in ein neues Gebiet. Auch das weiß ich nicht mehr. Und daher weiß ich nicht genau, was ich jetzt zu tun habe, damit ich wieder umziehen kann. War das Gold? Nee. Hat er das irgendwie alleine vorgeschlagen oder was? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ah, Mammut. Ah. Okay, komm, ich gehe direkt weiter aufs nächste. Also wenn wir hier von Elefant zu Elefant reiten, ja? Das wäre optimal. Das wäre richtig optimal. Aber jetzt kommt hier nichts. Oh, oh. Boom. Weiter. Nee, nichts weiter. Nächster Ritt. Zoo. Finde neue Tiere, um dein Schiff verbesserst. Im Kartenmodus. Hier. Ja, wie denn? Wie geht es? Wie geht es? Wie komme ich denn da hin? Ach so. Nee. Nee, 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 nee. Erfülle 3 Aufträge. Was denn für Aufträge? Wo steht das denn? Ach hier, erkunden und erweitern. Kostet 300. Ah ja, okay Leute, es kostet 300. So läuft der Hase. Ja gut, dann sparen wir auf 300, würde ich sagen. Du kannst den Start hier im Zoo auswählen, ja genau. Okay Leute, nee, dann sparen wir doch mal easy peasy auf 300. Das wird noch ein bisschen dauern. Noch mindestens, also ja, auf jeden Fall noch einen Zoobesuch. Das auf jeden Fall. Wenn es gut läuft, wir vielleicht ja irgendwie mal irgendwann noch ein neues Tier schnappen und dann noch mehr Geld bekommen im Zoo. Dann schon mit einem Tierbesuch, mit einem Zoobesuch, dann haben wir das. Okay, oh, oh, wir müssen tauschen, Leute. Es war recht knapp, aber alles gut hier. Keine Panik auf der Titanic. Oh, 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 zack. Eingefangen, mein schöner Vogelstrauß. Die schnellsten Vögel auf der Welt übrigens.
die leider allerdings nicht fliegen können, aber dafür enorm schnell laufen, ne? Sie hat alle seinen Vor- und Nachteile, so. Ich kann auch nicht fliegen, aber ich kann auch nicht laufen. Nicht schnell zumindest. Naja, dafür kann ich andere Sachen. Keine Ahnung, zum Beispiel Rodeo Stampede spielen für euch. So, oh, wir müssen tauschen. Schnell! Boom. Ja, das war ein bisschen zu, ja, spontan, sag ich mal. Da kam das Tier mir eher entgegen, als ich das vermutet hätte, ne? Ja, die wollen ja unbedingt, dass ich die Gehege verbessere. Das will ich aber auch gar nicht. Das mache ich einfach nicht mit. Da wehre ich mich, versteht ihr? Da bin ich Rebell. Da bin ich Punk. Und tue das einfach mal nicht. Stattdessen reiten wir unser Leben, bis wir einen Elefanten finden oder 300 haben. Die 300. Kennt ihr den Film 300? Bam. Okay. 800. Was war unser Rekord eigentlich? 3000 noch was, ne? Dafür gibt es auch kein Gold. Das ist sehr interessant. Oh, oh nein, nein. Knapp daneben. Ah, oh Mann, ey. Mann, ey. Ah. Okay, wir müssen Aufträge erfüllen, ja? Wisst ihr, was das ist? Ich habe keinen Dunst. Wir hatten die ganze Zeit dort stehen, erfülle 4 Aufträge. Ich wusste nicht, was das ist. Eben stand da noch 3. Das heißt, wir haben irgendwie einen Auftrag erledigt. Aber ich weiß nicht, wie. Oder meinen die mit Aufträge Zoobesuche? Oh, Leute, da war gerade ein neues Tier, ne? Da links an der Wand war gerade ein neues Tier. Ich habe es eben noch aus dem Augenwinkel gesehen. Ah, und ich war schon viel zu weit. Um mir das hätte schnappen zu können. Komm schon, ich will noch mal ein neues Tierchen. Oh, hier ist aber ganz schön eng. Da ist was. Ich hab's, Leute. Das ist dieser Ritterstrauß von neulich. Ah, komm schon. Ja. Yeah, Leute, Straußenkavalier. Ist das cool? Yes. Ernie, der Straußenkavalier. Ja, grandios. Ernie. Wow, Ernie ist schnell. Oh mein Gott, ist Ernie schnell. Oh. Leute. Ich guck gerade einfach nur gucken. Ich konnte nichts machen. Ich war zu schnell. Tiergegnerischer Vorteil in Stampede. Ach ja? Das schafft Vorteile? In der Stampede? Da stand gerade, wenn wir das Gehege, wenn wir irgendein Gehege verbessern, bringt das Vorteile hier in der Stampede. Also in dem, was wir gerade machen, hier dieses. Eine Tierstampede. Okay, aber nee, ich spare doch lieber. Ich möchte doch gerne lieber ein neues Gebiet erkunden. Okay, und da ist mir genau vor die Flinte hier ran. Super, so wünsche ich mir das. Kiste, bam, Gold, danke. Ja, also, mit dem nächsten Zoobesuch haben wir definitiv die 300 zusammen. Das sehe ich ja jetzt schon. Das wird easy peasy, Freunde. Und dann können wir in ein neues Gebiet umziehen. Was haltet ihr davon? Seid ihr da begeistert von? Genauso begeistert wie ich. Okay, wir steigen hier mal um. Das ist ein komisches Zebra. Das sieht seltsam aus. Das nehme ich mal. Hui! Nein, Auto, nein. Warum denn? Okay, Freunde. Das war's. Ich bin geknickt. Nee, Leute, weiter geht's im nächsten Part oder im nächsten Spiel. Danke erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Leute, und ciao.